6:0 am Ende gegen die Kapuzinter. Ich hatte heute nicht eine Sekunde das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwas abwehren lässt. Das war ziemlich eindeutig. Wie hättest du das Spiel? Nicht ganz so, zu Beginn weg, aber natürlich betrachtet es mit einem kritischen Auge, sage ich einmal, über die 60 Minuten, dass einige Fehler uns unterlaufen sind im taktischen Bereich, die ich vielleicht gern nicht gesehen hätte, aber im Großen und Ganzen muss ich dazu stimmen. Denke ich, waren wir schon dominant über die 60 Minuten, haben uns den Sieg auch verdient. Das Wichtigste war für uns, wir wollten ein besseres zweites Drittel spielen und haben eigentlich unser Spiel dann über den Großteil des Spiels über 60 Minuten innen aufzwingen können und somit den Sieg einfangen können. Hönek, mit einem Shoutout sich heute Backup-Torhüter normalerweise, hat noch nicht so viele Einsätze gehabt in dieser Saison. Wie war seine Leistung heute Abend? Ja, ist nie einfach. Ich glaube, es war jetzt, sage ich, für ihn kein Rhythmus im Spiel. Es war zeitlang gar nichts. Dann ist wieder was Hochkarätigeres daherkommen, was ich gerne nicht gesehen hätte, aber was er dann total entschärfen hat können. Also in den schwierigen Phasen war er immer wieder zur Stelle und freue mich für ihn persönlich. Sein zweites Shoutout back to back. Und es ist so wichtig für uns, dass wir auf ihn zählen können, um kurz oder lang sehr erfolgreich sein zu können. Das Spiel war knapp, eine Niederlage, heute ein eindeutiger Sieg. Wie schaut es am Freitag aus gegen Villach? Was glaubst du? Ich glaube, für uns ist jetzt wichtig, dass wir stetig im Moment bleiben. Das ist das, was wir beeinflussen können. Wir haben uns heute viel vorgenommen, es war ein gelungener Eishockeyabend, dass wir die Möglichkeit haben, so auftreten zu können vor Linzer Publikum in Tracht, Oktoberfest. Die Stimmung hat gepasst. Ja, es war ein schöner Abend heute, das Resultat hat gepasst und ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das auch nicht einfach nur selbstverständlich nehmen, sondern auch dankbar sind für das und auf dem weiterhin aufbauen. Es ist wichtig, dass wir uns weiterentwickeln von Spiel zu Spiel und Freitag wird ein weiteres schwieriges Spiel für uns und morgen werden wir uns auf das vorbereiten und dann wird es wieder eine gute Leistung brauchen, wenn wir erfolgreich sein wollen.